Binnenschifffahrt habe ich mir ausgesucht, weil ich mehr oder weniger viele Möglichkeiten habe, auch in den technischen Bereich zu gehen. Ich kann mich in vielerlei Hinsicht weiterbilden, ich kann ins Ausland gehen. Ich kann dann später auch, wenn ich genügend Berufserfahrung gesammelt habe, in einer Berufsschule unterrichten. Ich kann dann zur Feuerwehr gehen, ich kann zur Polizei gehen, ich kann zur Schifffahrtsaufsicht gehen, kann rein für die Wartung der Maschinen zuständig sein. Ich kann auch schlussendlich studieren, kann in die Hochseeschifffahrt gehen, wenn ich möchte. Also stehen einem sehr viele Möglichkeiten offen. Übers Internet habe ich die Binnenschifffahrtsausbildung gesucht, Bewerbung geschrieben und bin aufgenommen worden. Du bist eben viele verschiedene Berufe eigentlich, weil du lernst eben mit die Feuerlöschung zu gehen, Maschinenbautechnik, über die Gewässer lernst du was, Kilometrierung, die Brücken lernst du alle auswendig. Es ist jeden Tag eigentlich was anderes, es ist nie so monoton, dass man sich irgendwann langweilt. Im Sommer bin ich einfach am See, im Herbst und im Frühling tue ich die Schiffe einwintern und restaurieren. Dort tue ich schweißen, flexen, lackieren, einfach das Schiff wieder neu stand bringen. Die Arbeit halt am Schiff und so alles, was da gibt mit Maschinen und mit den Fahrgästen, dass da immer ein Misch gibt, nicht nur Maschinen, nicht nur Fahrgäste. Es ist immer abwechslungsreich, immer was anderes. Das Schöne ist, also Leute kennenlernen tut man zum Beispiel und man macht jeden Tag fast was anderes. Und es ist auch zukunftsorientierend. Man hat nicht immer das Gleiche, man kann immer wechseln, sowohl auch Passagierschifffahrt, sowohl auch Frachtschifffahrt. Was ich eben auch besonders finde an der Schifffahrt ist, dass sie eben ökologisch arbeitet und für unsere Umwelt sicher das beste Transportmittel europaweit oder weltweit ist sogar. Schifffahrt ist nicht nur die Donau, es gibt in Österreich auch sehr viele Flüsse und Seen. Ich arbeite bei der Aachensee-Schifffahrt in Tirol, bin zurzeit also Matrose und ich hätte halt vor, nach meiner Lehre zum Beispiel zur Frachtschifffahrt. Das Interessante bei der Frachtschifffahrt ist, man liefert immer andere Sachen. Man steigt da schneller auf. Vom Schiffsjungen zum Matrosen, zum Steuermann oder man macht dann Maschinistenkurse dazu und ist Maschinenwart, eben bis zum Kapitän dann rauf. Man verdient sehr gut in dem Beruf. Also 2 Wochen ist man unterwegs und hat nachher 1 Woche frei. Also auf den französischen Kabinenschiffen ist man zum Beispiel 2 Monate durchgehend am Schiff und 1 Monat durchgehend daheim. Da gibt es unterschiedliche Systeme, halt 3 Wochen durchgehend daheim, 3 Wochen durchgehend arbeiten. Also mein Berufsalltag ist zum Beispiel, in der Früh steige ich aufs Schiff und mir dann alles herrichten für die Fahrgäste. Ich sperre mal alles auf, kontrolliere die Maschinen, das Wasser messen, weil das für die Maschinen wichtig ist, für die Kühlwassertemperatur. Das fängt an in der Früh vom Schiff klar machen bis Maschinen warten, kontrollieren. Das heißt, es wird Ölstand überprüft, Schmieröl wird überprüft. Und dann startet man einen Generator. Wir haben einen Landstromanschluss, der muss ausgesteckt werden und der Generator wird gestartet. Der ist dann die Stromversorgung am Schiff, wenn wir fahren. Dann ziehen wir uns alle um, dann lassen wir die Passagiere einsteigen. Tickets kassieren. Und dann wird halt abgelegt, das heißt die Seile, die festgemacht sind, werden losgelöst und wir fahren. Berufsschule auch, das ist auch sehr interessant. Als Schifffahrtsbetriebslehrer, da geht es hauptsächlich um den Betrieb selber am Schiff, über Schutzeinrichtungen und so weiter, was alles gemacht werden muss in der Früh. Oder die Tätigkeiten am Schiff, hauptsächlich besteht aus Sicherheit und den täglichen Arbeit. Also wir haben jetzt Informatik als Unterrichtsfach auch noch dazu. Wo finde ich Wasserstände, wo finde ich Nachrichten für die Binnenschifffahrt, Schifffahrtssperren und so weiter, wann ist wo was gesperrt, Brückendurchfahrten, die Höhe und so weiter. Das lernt man halt eben in Informatik. Und Gesetze, gibt es auch eigene Websites, wo man sich informieren kann. Dann die Schiffstechnik, wo es hauptsächlich nur um Schutzeinrichtungssysteme selber geht, die genauen Erklärungen und dann haben wir noch die Gewässerkunde, wo es hauptsächlich um wichtige Orte, Brücken und ihre Durchfahrten geht, halt verschiedenste Orte und Sehenswürdigkeiten bei verschiedenen Kilometern. Das heißt zum Beispiel, wir nehmen jetzt her Wien-Freudenau,
Kilometer 19 so und so. Und danach kommt halt Wien, 1919 und so weiter und so weiter. Kilometer sind von unten nach oben kilometriert. Das heißt, Donau entlang bis runter nach Sulina, bis zum Kilometer 0. Also dort ist der Kilometer 0 und in Deutschland ist dann aus. Sie ist von unten nach oben kilometriert gegen den Strom. Wir haben auch praktische Unterrichtsgegenstände. Am Anfang habe ich mich schon sehr geschreckt vom Schweißen oder schon die Flammen und alles. Wenn man das zwei, dreimal macht, hat man sich leicht draußen. Beim Schweißen habe ich mir am Anfang schwer getan, aber jetzt gefällt es mir eigentlich nicht voll. Drehen habe ich mir leicht getan. Nach der Berufsschule, wir haben sehr blockweise, drei Monate im Jahr, haben wir eine Woche Praxis, wo hauptsächlich Knoten gelernt wird, Wurf, Leine schießen, falls jemand ins Wasser fliegt, ein Fahrgast, wenn er ins Wasser fliegen sollte, dass wir eine Wurfleine schießen können, um den so wieder rauszuziehen und eben spleißen, Seile ineinander verknoten. Wir verwenden hauptsächlich Plastikseile, Hanfseile kommen natürlich auch vor, sind aber dementsprechend teuer. Stahlseile kommen hauptsächlich im Transportwesen vor. Hier und da verwenden wir natürlich auch Stahlseile, weil wir dann einfach die Länge uns schon vorbereiten und im Endeffekt dann nur noch das Auge einhängen müssen. Ich bin gern am Wasser, war immer schon gern mit Booten und Schiffern unterwegs, in meiner Kindheit auch schon. Ohne Wasser gibt es kein Leben. Es ist entspannend, am Wasser zu sitzen, einfach nur aufs Wasser schauen. Man hört das Wasser fließen, man ist in der Natur. Wenn ich ausgelernt bin, einmal schaue, dass ich Zahlmeister werde und dann eben ein Patent nach dem anderen mache und schaue, vielleicht schaffen wir einen Kapitän. Mein Wunsch ist eigentlich auch irgendwann dann einmal eben Kapitän zu sein und dann eigenes Schiff zu haben. Jeder, der Matrose ist, will später Kapitän sein, das ist sicher so. Das Schönste ist eigentlich, dass wir mit dem Schiff fahren. Mit einem eigenen Schiff halt kleine Kanäle abfahren. Die gesamte Donau, alles anschauen bis zum Schwarzen Meer. Und da immer die Stationen, immer rausgehen, die Stadt anschauen. Das war sicher sehr interessant. Das wollen, glaube ich, alle von uns Kapitän werden. Allzeit gute Fahrt und eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Schiff ahoi!